und herzlich willkommen zurück zu Marvel's Avengers. Ja, in der letzten Folge mussten wir ja leider so einen Kampf im Holodeck, sag ich mal, machen. Also so eine simulierte Kampfmission und da nochmal die ganzen Eigenschaften kennenlernen, die wir ja alle schon von dem ersten Kapitel kannten. Eigentlich wollten wir mit der Kampagne weitermachen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir da wirklich mit der Kampagne weitermachen, weil wir jetzt gezwungen werden, uns diesen Einsatztisch zu widmen. Soll, ja, wir haben nichts anderes, was wir machen können. Ich kann wirklich nur hoffen, dass es dann mit der Kampagne weitergeht und nicht wieder irgendwelche komischen Sachen kommen. Das Zentrum beim Wiederaufbau der Avengers. Der Hellcarrier kann uneingeschränkt reisen, die dann als Anlaufstelle. Ja, das ist ja schön und gut für euch. Drei Missionen. Ein großes Stück Wüste, in dem es von AIM wimmelt. Ja. Und welches davon hat jetzt die Kampagne mit dem Hulk? Kann man das sehen, wenn ich rausgehe? Kann man nicht. Einsatzziele. Wie war das jetzt noch gleich? Zeigt zusätzliche Optionen an. Ich will keine Optionen. Ich will meine Ziele wissen. Mission. Moment. AIM im Visier. Bei laufenden Untersuchungen. Ich will aber niemandem helfen. Hier, Kampagne. Genau, das will ich natürlich verfolgen. So. So, es wird aber trotzdem nur der Tisch angezeigt. Also ich finde das sehr, sehr extrem unübersichtlich gemacht irgendwie. Weil woher soll ich jetzt wissen, welches dieser Missionen dazu dient, Tony Stark zu verfolgen? Keine Ahnung. Ist das jetzt unser Einsatzziel oder was ist jetzt unser Einsatzziel? Weil ich kann ja nur auf die beiden Sachen draufgehen hier. Was ist das hier? Keine Ahnung, ist irgendwas auf Englisch? Ich hoffe inständig, dass das die Mission mit Tony Stark ist. Unterwegs im alten Anwesen. Ah, das klingt gut. Was für eine schicke Zugbrücke. Ah, typisch. Der subtile Tony. Nach dir. Ja, ich weiß nicht, warum man nicht einfach das Spiel so machen kann, dass man von Mission zu Mission einfach weiterkommt. Ich kann nicht glauben, dass wir gleich an Tony Starks Tür klopfen. Beziehungsweise Kapitel zu Kapitel. Ich auch nicht. Anscheinend ist die Steuerung auf der anderen Seite. Denkst du, du kommst darüber? Klar. Durch die Felsen komme ich durch, aber der Grüne hat's nicht so mit längeren Gesprächen. Guter Punkt. Okay. Sollen wir da jetzt... Ach so, Moment. Können wir hier... Das ist doch eigentlich, dass wir hier hoch können, oder? Taktikbewusstsein einzusetzen? Ja. Und nu? Einen Weg durch die Felsen finden. Oh. Das war jetzt nicht gerade das, was ich jetzt wollte. Ach so, Y war der Powerangriff. Ah! Aber das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Ich denke, wir sollen hier Y drücken. Weil es nur funktioniert, wenn ich klein bin. Okay. Er zerstört gerne Dinge, ich nicht. Warum nicht? Macht doch Spaß. Okay. Also, was ist das Beste daran, der Hulk zu sein? Irgendwas muss dir doch gefallen. Wir sollten uns auf die Zugbrücke konzentrieren. Was willst du machen? Die ganze Zeit schweigend rumstehen? Ja. Gute Idee. Wie du willst. Mehr Steine? Kein Problem. Kann ich hier nicht hoch? Hallo? Soll ich wieder zurück? Anscheinend nicht. Aber es ist auch so dunkel, man sieht ja auch nichts irgendwie. Ach so, das ist... Ah, okay, jetzt verstehe ich.
wollte aber da hoch. Wow. Bist du okay? Alles gut. Denke ich. Ich kann Golden Acres sehen. Zum Teil. Sehr gut. Und kannst du rüberspringen und die Brücke runterlassen? Na klar. Du schaffst den Sprung. Ist diesmal nur ein bisschen... geschafft. Okay, so kann ich es anschalten. Nicht runterlassen. Ja, ja. Ich habe gedacht, es geht einfacher. Tut mir leid. Okay, sie braucht wohl Strom. Wieso kann man die nicht einfach mal eben anhauen? Das wäre doch viel einfacher. Tada! Hiermit dürft ihr Sir Starks schickes Schloss betreten. Okay, beruhig dich. Gut gemacht. Wenigstens scheint er wach zu sein. Ist das nicht eins seiner, Top 5 Hintern-Tretlieder? Doch, die gute alte Nummer 4. Wow! Ob Mr. Stark mich einen von denen mal fahren lässt? Träum weiter, Schätzchen. Kann ich hier mal weg? Aha. Okay, hier war sonst nichts, was mehr geleuchtet hat. Ist er jetzt schon weitergegangen oder was? Nee. Hä? Und hallo, Golden Acres! Oh, das kann es nicht sein. Bringen wir es hinter uns. Also Tony Stark. Der Tony Stark lebt hier? Ja, scheint so. Tony? Hey, Bruce. Lange Nacht? Oh, lange 5 Jahre. ist echt ruhig hier. Hm. Das war es. Ich... Hey, hör sofort auf! Hi, tut mir leid. Wer bist du? Kamala. Gut, Kamala. Dein Freund hier steht leider auf meiner schwarzen Liste. Okay. Ich verdiene das. Ja, verdammt richtig. Du verdienst es. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Das war die Frage, Bruce. Das war die Frage. Hast du das wissenschaftlich verifiziert? Hast du das wissenschaftlich... Es war ein Überfall, Bruce. Nein. Wir wurden nein. reingelegt. Der Terrigenreaktor war instabil. Und das wusstest du. Du wusstest es. Und hast ihn trotzdem der ganzen Welt vorgeführt. Und jetzt einfach aufgeben? Wir haben nicht aufgegeben, Tony. Wir haben... versagt. Und ich gebe das wenigstens zu. Nein. Wir haben bei ihm versagt. Nur bei ihm. Tony, ich weiß nicht, wie lange du noch wütend auf mich sein willst. Und ehrlich gesagt, ist es mir egal. Lass dir ruhig Zeit damit. Aber das Mädchen ist ein Inhuman. Es ist unsere Schuld. Und sie braucht deine Hilfe. Ich kann nicht. Du kannst was nicht? Lässt du mich etwa hängen? Oh, hey, nimm's nicht persönlich, Kleine. Nein, er macht das immer so. Ist doch so. Und wieso siehst du dich nicht mal gründlich um? Hä? Ich kann mir kaum selbst helfen. Das hier war ein Fehler. Endlich sind wir uns mal einig. Und das soll es jetzt gewesen sein? Die Avengers wurden reingelegt. Cap wurde ermordet. Glaubst du, das weiß ich nicht? Hä? Ich habe diesen Tag in meinem Kopf so oft durchgespielt. Die Avengers retten den Tag, werden trotzdem beschuldigt und dieser Mistkerl Tarleton kommt davon, als wäre er völlig unschuldig. Tja, und dann? Rate mal, niemanden interessiert's. Niemanden. Die Welt wollte einen Sündenbock und er hat ihnen einen gegeben. Also, wenn ihr keine bahnbrechenden Beweise habt, schlage ich vor, ihr verlasst meinen Grund und Boden. Was ist das?
Beweise. Wehe, die sind nicht gut. Hab ein bisschen die Kontrolle verloren. Hättet ihr das nicht früher sagen können? Nein. Runter von meiner Couch. Denk an die Liste. Woher hast du das? Ich habe dein Passwort auf einem Resistance-Block geraten. Beeindruckend. Wohl kaum. Dein Passwort war, ich bin Iron Man. Wirklich? Ich dachte, ich hätte es geändert. Oh, verdammte Scheiße. Ich weiß, es ist unvollständig. Auf dem AIM-Server liegt ein ganzer Ordner. Nein, hier ist mehr. Was? Ja, ziemlich clever. Das sollte aussehen wie eine beschädigte Datei. In ein paar Stunden habe ich den Rest. Was ist das? Wer ist Tiny Dancer? Oh nein. Wir müssen hier verschwinden. Was? Kennst du diesen schamlosen Elton John-Fan? Tiny Dancer half mir aus Jersey raus. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht vor AIM gewarnt worden wäre. Wirklich, Tiny Dancer. Leute, wir sollten echt gehen. Jetzt. Ich hätte Rocketman genommen. Okay, ich muss mich anziehen. Du hast einen Anzug? Ja, vielleicht irgendwie. Mal sehen. Entschuldigt, ich ziehe mir nur etwas Unbequemeres an. Okay. Okay. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Story an sich finde ich wirklich geil vom Spiel. Aber ich weiß nicht, die Leute, die kommen irgendwie rüber wie... Achso, das kann man nicht nehmen. Oh, da sind meine Stiefel. Also, er kommt mir so ein bisschen rüber wie so ein kleiner Milchbubi irgendwie. Vor allen Dingen dann auch noch mit der Stimme. Also, es tut mir wirklich leid. Aber es ist, ja, es ist irgendwie... komisch, wenn man das Original kennt. Also ich verstehe auch absolut nicht, dass nicht die Originalstimmen genommen wurden. Natürlich versucht Bruce mir die Fangöre anzuhängen. Nach so vielen Jahren wird er seinen Pflichten immer noch nicht gerecht. Müssen wir jetzt schleichen gleich? Oh. Ah, verdammt! Tja, anscheinend hat Tiny Dancer die Wahrheit gesagt. Okay, ich hätte nicht fragen sollen, ich weiß. Hallo, da muss ich hin. Okay. Ich schätze, die haben sich schon gefunden. Sie haben dich gefunden, Bruce. LT, um zu zielen. Ist ja ganz schön, aber worauf soll ich denn zielen? Okay, nicht auf das Rote. Naja, gut. Ach, hier komme ich gar nicht raus, oder wie? Kann ich nicht auf die Tür zielen? Okay. Beweg dich jetzt bitte nicht. Da könnte ich theoretisch... Ah, okay. Was haben wir denn hier? Sag nichts, Opa. Ich gebe mein Bestes. Ja, so mehr oder weniger. Wir müssen ja jetzt erstmal gucken. Nur Omas Flugmaschine. Immer noch wunderschön. Was? Im Gegensatz zu ihr. Was mich darauf bringt, ob wir eigentlich irgendetwas haben. Ne, das sind die Fähigkeiten. Ich wollte eigentlich zur Ausrüstung. So, wir haben, glaube ich, eben nichts eingesammelt, was uns hier irgendwie weiterhelfen könnte. Nein, okay. Gut, ich wollte nochmal nachgucken zur Sicherheit. Was haben wir hier? Ab in die Luft. Okay. Neue Partygäste. Hallo, darf ich auch mal zielen? Oh, hey Leute. Ja.
Oh, hi. Na los. Wo muss ich denn hin? Nach unten, okay. Wie komme ich da runter? Von hier aus kann ich auch nicht schießen. Also schießen kann ich schon, aber es bringt mir nichts. Oh, komm, lauf. Hinten ist noch was. Hallo. Ich denke, hier ist was. Dann nicht. Gehen wir erstmal hier hin. So. Oh. Hi. Wie in alten Zeiten. Ich brauche einen Helm. Okay, hier muss er irgendwo sein. Hier zum Beispiel? Ich weiß es nicht. Nein, offensichtlich nicht. Ah, da hinten. Okay. Zum Glück habe ich keine Nachbarn. Die wären jetzt echt sauer. Wow. Sie waren schon immer ein Freund großer Auftritte, Stark. Wie war meiner? Das war eine 7 von 10. Schön, dich zu sehen, Georgie Boy. Hast du trainiert? Irgendwelche Milliardenfirmen geklaut? Nur ihre. Hey, für das Fenster wirst du bezahlen, Talton. Ist das ihr neues Haus? Viel zu wenig Spiegel. Ich habe mich von allem getrennt, was nicht vor Freude funkelt. Rat mal, wozu du gehörst. Ich will das Mädchen, Stark. Und dann gehst du mir aus den Augen. Okay schon. Mr. Stark. War ein Witz, Kleine. Bleib einfach bei dem netten grünen Mann. Oh, weich doch mal aus, Mann. Das Mädchen braucht unsere Hilfe. Also, auf mich wirkt sie völlig gesund. Indians sind krank und brauchen Behandlung. Glaubt diesen Mist irgendjemand? Wie steuert Talton diese Maschinen? Ich weiß nicht. Er hat seit dem Unfall Kräfte. Ich habe gesehen, wie er eine Roboterspinne kontrolliert hat. Mit Spinnen gibt er sich nicht mehr ab. 50%. Gut gemacht, Kleine. Kamala. Nicht bewegen. Oh, ernsthaft? Komm, du sollst ausweichen. Nein, geh weg, geh weg. Der visiert aber auch nicht den an, den er anvisieren soll. Seit unserem Kennenlernen auf mich herabgeblickt. Ich präsentiere Ihnen hiermit die Technokinese. Klingt gut. Geht leicht von der Zunge. Na, komm schon. Bleib nah beim Hulk. So nah, wie er dich lässt. Nein, ich schaff das. Pass auf. Oh, weich aus, weich aus. Du bist noch nicht bereit für... Ja. Oder vielleicht doch. Zielerfassung erfolgt. Division geschwächt. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, Sie und Banner zusammenzusehen. Naja... Rosie und ich haben eine Paartherapeutin. Sie ist toll.
klein, gelenkig, kann richtig gut Passwörter erraten. Ey, mach schon. Och, Leute. Komm schon. Jetzt visier dir doch mal an. Mann. Nein, du sollst ausweichen, wenn ich auf Ausweichen drücke. Immer die Schwachen gefährden. Sie lernen es nie. Ach, nicht nur mehr. Brauchst du deshalb eine ganze Armee für sie? Genau. Eigentlich ist das ein Kompliment. Du gefällst mir jede Sekunde besser. Achtung! Sie kennen Dr. Banners Aussage, Stark. Die Avengers waren gefährlich. Nicht ich habe befohlen, sie aufzulösen. Ist das alles für mich? Ah, wie schmeichelhaft. Bilden Sie sich nichts ein. Ich habe kaum einen Finger gerührt. Dann hat die Kleine recht. Du kuschelst jetzt mit Robotern. Sie ergreifen Parteien in einem Kampf, den Sie nicht verstehen. Ich habe mich vor 5 Jahren für eine Seite entschieden. Du hast mich dazu gezwungen. Geben Sie mir das Mädchen. Dann können Sie und Banner machen, was Sie wollen. Vergiss es. Das wollte ich auch gerade sagen. Na, komm schon. Geht doch. Sie müssen Logik und Vernunft walten lassen. Warum jetzt damit anfangen? Halt! Nein! Da waren meine Sachen drin. Wie fühlen Sie sich? Ging mir nie besser. Ihre Synthoids waren nutzlos. Hätten Sie mir den Hulk und Kahn früher überlassen, würde das Archiv noch stehen. Vorsicht. Sie machen nicht mehr die Regeln, sondern er. Als Kind fand ich einen verwaisten Wolfswelpen im Wald hinter unserer Farm. Was? Vater sagte, er sei zu gefährlich. Ich sollte ihn loswerden. Ich fütterte ihn, gab ihm einen Namen. Er spielte mit meinem geliebten Hund David. Sie vergeuden meine Zeit. Könnte ich Regeln festlegen? Und Grenzen könnte ich auch die rohe Kraft dieser Bestie nutzen. Sind Sie endlich fertig? Was? Einige Monate später bei der Jagd fiel der junge Wolf mich an. Er knurrte, hatte Schaum vorm Mund. Darwin verschaffte mir etwas Zeit, um Hilfe zu rufen. Aufhören! Mein Vater erschoss den Wolf. Aber es war zu spät. Darwin war zerrissen. George, wir brauchen ihn. Entschuldigung, weiß nicht, was über mich gekommen ist. Gehen Sie, bitte. Jarvis, du bist kein Tag gealtert. Willkommen zurück, Mr. Stark. Hab dich vermisst, Kumpel. Zum Abflug bereit? Voll einsatzfähig. Sag mir, wo es hakt. Die Chimera läuft mit Sekundärenergie. Wir haben schwere Rumpfschäden. Triebwerke offline. Klima... Also übel. Das ist eine korrekte Einschätzung. Okay, dieser Vogel muss in die Luft. Wie bitte? AIM weiß, dass er hier ist. Dann darf er nicht mehr hier sein, wenn sie eintreffen. Was? Alles klar. Würdest du dir etwas für mich ansehen, während wir arbeiten? Natürlich, Sir. Versuch bitte, diese Datei zu entschlüsseln. Sofort. So.
So. Ich muss schauen, warum die Turbinen nicht anlaufen. Ich sollte mir mal die Initiatorkerne im Hangar ansehen. Darf ich jetzt mal sprechen? Dankeschön. Neuer Held verfügbar. Iron Man ist jetzt für Einsätze verfügbar und kann im Heldenkader gewählt werden. Sehr schön, auch wenn ich keine Lust habe, irgendwelche Heldeneinsätze zu machen, sondern ich möchte natürlich der Story weiterfolgen. Ich würde sagen, das ist jetzt auch ein perfekter Zeitpunkt, um einen kleinen Cut zu machen. Und ja, den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.